Hallo meine Lieben, hier ist mal wieder Sabine, zurzeit aus Schweden. Corona-König Karl I. Lauterbach ist mit Corona infiziert. Also was ja bedeutet, er ist Corona erkrankt und doppelt geimpft, doppelt geboostert sitzt er jetzt da. Und ich wünsche ihm natürlich den obligatorischen wilden Verlauf. Also Karl, mach's gut mit deiner Doppelimpfung und deinem Doppelbooster. Hat alles gut hingehauen. Das Problem war einfach nur, du hast wirklich alles getan. Du bist geimpft, du bist geboostert, du hast eine Maske getragen, du hast dich an alles gehalten. Das Problem war einfach, die fünfte Impfung war noch nicht da. Die fünfte Impfung, die hättest du einfach schon ein bisschen früher nehmen müssen, dann wäre das nicht passiert. Du wärst safe. Wir wissen ja alle, wer einmal geimpft ist, ist lebenslang vor Corona geschützt, beziehungsweise er muss dann einfach nochmal eine zweite Impfung haben, weil das bei den meisten Impfungen so ist. Und es ist einfach sicherer, wenn man dann einfach nochmal geboostert ist oder doppelt geboostert ist, damit man dann von der ersten Impfung an komplett gegen Corona immun ist. Nicht? Weil also der Herr Fauci hatte zum Beispiel auch damals gesagt, lass dich einmal impfen, die Impfung hilft lebenslang. Wenn du geimpft bist, bekommst du kein Corona. Und wenn du nicht geimpft bist, bist du sehr im Risiko, das zu bekommen und es auch schlimm zu bekommen. Deshalb, wie gesagt, wenn du die fünfte Impfung, die jetzt eigentlich die vier Impfungen, die zählen ja quasi als eine. Also wenn du die fünfte jetzt noch genommen hättest, dann hätte alles gut hingehauen. Zum Glück hast du ja die neuen Corona-Empfehlungen oder besser gesagt das neue Infektionsschutzgesetz schon bearbeitet und quasi rausgebracht. Und da steht ja auch schon zum Glück drin, also zum Glück, dass diese Impfung alle 3 Monate gemacht werden muss. Also nicht einmal im Jahr, nicht ein halbes Jahr, nicht irgendwie dreimal nachgeimpft, sondern regelmäßig alle 3 Monate. Die ersten 2 Monate ist man dann ja wahrscheinlich richtig sicher. Im letzten muss man das wahrscheinlich nochmal gucken, ob man nicht vielleicht auch nach 2 Monaten nochmal nachimpft. Und dann ist man ja auch wieder frei. Also wichtig ist ja auch, dass man frei ist. Und Impfen ist Freiheit, das wissen wir alle. Wer geimpft ist, darf wieder alles und kann wieder alles, landet auch nicht im Krankenhaus und darf ins Kino gehen mit einem Aufkleber dann irgendwie am Arm, wo drauf steht, er geimpft. Dann darf er nämlich auch während des Films die Maske abnehmen und Popcorn essen. Die anderen dürfen das selbstverständlich nicht, weil das Risikomenschen sind, die andere ganz, ganz schlimm gefährden. Weil wir wissen ja alle, die Impfung schützt vor Übertragung nicht. Also die Impfung schützt weder vor Krankheit, noch vor Infektion, noch vor Weitergabe des Virus. Also sie schützt eigentlich vor gar nichts und die Freiheit hat sie auch nicht erimpft. Mir ist ein Rätsel, wie Leute diese Scheiße immer noch mitmachen. Aber Karl, du wirst das schon hinkriegen, die davon jetzt zu überzeugen, dass deine Corona-Infektion jetzt wirklich das Zeichen dafür ist, dass alle die 3-monatige Impfung brauchen und damit dann sicher sind. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und ich mache jetzt ein bisschen Urlaub. Macht's gut.